Kohlensäurezylinder wechseln. Das ist das neue Ventil, das Grohe seit 2016 April verwendet. Das ist sehr einfach in der Handhabung. Wenn das Manometer auf Null ist, dann heisst, wir haben den Zylinder leer, es hat keinen Druck mehr. Dann den Zylinder nimmt man weg, die Sicherung lösen, dann kann man den Zylinder einfach unten rausschrauben. Jetzt ist wichtig, dass Sie das Ventil, den Adapter wegdrehen. Der ist unten angemacht, also das auseinander rausdrehen. Und dann haben Sie einen vollen Zylinder. Der Adapter hat zwei verschiedene Gewinde dran. Eins ist mit einem Symbol versehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie zuerst den Adapter auf den Zylinder schrauben. Da innen ist eine ganz feine Dichtung. Wenn die Dichtung zu früh aufgeht, geht Kohlensäure in die Dichtung, die wird steinhärt, ist es nicht dicht, die Kohlensäure geht verloren und dann muss der Adapter ersetzt werden. Also, dann nehmen Sie den vollen Zylinder, schrauben das Teil von Hand an. Ohne Werkzeug, nur von Hand fest drauf drehen. So. Dann nehmen Sie das Ventil in die Hand so, und drehen den Zylinder ins Ventil rein. Etwa viermal. Sie können schauen, da ist so das Fresh-Symbol. Und man muss etwa viermal umdrehen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt ist er gekommen und jetzt noch nachziehen. Also noch etwa eine halbe Drehung nachziehen. Sie sehen jetzt, da bin ich im grünen Bereich. Jetzt oberst oben im grünen Bereich. Das ist schon fertig, sonst müssen Sie nichts machen. Wichtig ist, die Flasche wieder sichern. Beim Apparat. Und das ist dann gewesen. Der Schlüssel hat zum kleinen Zylinderwechsel keine Bedeutung. Also den brauchen Sie eigentlich nicht.